take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Squad Building Challenge in diesem Video. Ihr seht es schon, wir wollen uns heute um das Team of the Season Voting kümmern. Genauer gesagt um das Team of the Season so far. Genauer gesagt um das Community Team of the Season. Es geht um meine Wahl, die wir heute gemeinsam hier angehen in diesem Video. Wir haben einige Diskussionspunkte hier in diesem Video zu bequatschen. Dafür ist der Kommentarbereich schon mal da. Also lasst euch auf jeden Fall gerne blicken in den Kommentaren. Und falls euch das Ganze heute wieder gefällt, formatmäßig gesehen mit dem Voting, dann könnt ihr das Video natürlich gerne kurz supporten. Mit einem Daumen nach oben, 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus, und falls ihr generell keinen weiteren Content in Bezug auf FIFA 20 verpassen wollt, was SBCs angeht, Pack-Openings und so weiter und so fort, checkt den Kanal gerne mal ab, und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich gerne auf kostenfreie Basis ein Abo da lassen und auf dem Weg zu den 40.000 Abonnenten weiter supporten. Damit würde ich sagen, starten wir rein. Team of the Season so far wurde gestern angekündigt. Informationsvideo könnt ihr oben rechts wahrscheinlich auf dem E-Mail finden oder das letzte Video, was hier auf dem Channel online gegangen ist. Heute Abend wird es dann hoffentlich noch frischen 19 Uhr Content geben. Da werdet ihr dann wahrscheinlich auch gegen 2015 natürlich hoffentlich einschalten. So, damit würde ich sagen, starten wir rein. Das Voting selber geht über FootWiz oder über FootBin. Nicht über FootBin, über FootHead oder über FootWiz. Diese beiden Optionen gibt es, da zu voten. Also da gebe ich euch wahrscheinlich auch die Links runter in die Beschreibung oder nochmal in die Kommentare, falls ihr da nicht genau Bescheid wisst. Aber das Erste, was wir jetzt erstmal angreifen wollen, ist Folgendes. Und zwar nochmal kurz auf gestern bezogen. Es ist hier dieser Abteil, den ich heute nochmal mit euch bequatschen will. Und zwar steht es da, wenn die gesperrten heimischen Ligen zurückkehren. Wenn die zurückkehren, werden die besten Leistungen und Erfolge in den verbleibenden Spielen von Team der Woche, also Team of the Weeks oder Man of the Match und anderen erfasst. Und jetzt steht es ganz, ganz wichtig da, nach dem Abschluss des Teams, also dieses jetzigen Teams, der bisherigen Saison, werden keine weiteren Team of the Seasons veröffentlicht. Also nach dem Abschluss des Teams der bisherigen Saison werden keine weiteren Tots-Kader veröffentlicht. Also es wird nur dieses Team of the Season so far geben. So lese ich das und so steht das hier schwarz auf weiß auf einer EA-Seite. Da gab es gestern einige Diskussionspunkte. Also für mich ist das ganz, ganz klar, dass es kein Team of the Season geben wird, denn hier steht es ja schwarz auf weiß. Es ist so, dass in der verbleibenden Saison, die dann weiterläuft, das Ganze durch Team of the Weeks und Man of the Match Karten und so weiter und so fort, durch andere Special Karten erfasst wird, und es wird kein explizites Premier League Team of the Season, kein explizites Bundesliga Team of the Season geben. Das ist das einzige Team of the Season, was rauskommen wird. Und das ist dieses Community Team of the Season. Für die, guck mal, kurz erklärt, einige haben mich jetzt auch gefragt, warum ist denn kein Lewandowski am Start und so weiter und so fort. Da kurze Erklärung, es ist so, dass nur die Spieler hier gewotet werden können, die, in welchem Abteil steht es hier nochmal? Genau, hier steht es, sie können aus einer Auswahlliste, also wir haben eine Auswahlliste, die wir gleich vorgegeben haben, können wir abstimmen, und da ist es so, dass in FIFA 20 maximal ein leistungsbasiertes Objekt davon bis jetzt erhalten sein muss. Also das heißt, eine Special-Karte kann diese Auswahl haben, deshalb Lewandowski hat ja mehrere Special-Karten schon am Start. Deshalb ist es so wie die letzten Jahre auch, kann so ein Spieler nicht ins Community Team of the Season gewotet werden. Wie die Shortlist aussieht, schauen wir uns gleich alles nochmal im Detail an. Jetzt gehen wir kurz erstmal auf Head drauf, und da werden wir mal abstimmen. Da geht hier unten dann links drauf auf das Voting. Und wie gesagt, ich werde jetzt mein Vote hier abstimmen, ja. Wie gesagt, beleidigt nicht unten in den Kommentaren, sowohl mich nicht, als auch andere nicht, wenn sie irgendwie welche voten, ja. Ihr könnt es jetzt so machen, dass ihr sagt, okay, ich will einfach nur den und den mit einer higher rateden Karte sehen in FIFA. Ihr könnt überlegen, okay, wer hat es vielleicht am meisten verdient und so weiter und so fort. Also das könnt ihr für euch entscheiden, ja, und ich werde es versuchen, auch gleich alles zu argumentieren, wie ich das Ganze vote. Gehen wir kurz mal auf die Shortlist und gucken uns an, wer ist eigentlich am Start. Also hier die Stürmer. Wir haben Icardi am Start, wir haben Fakao, Zaha, wir haben Milik am Start, wir haben Euer Sabal am Start, Gummis, Nani und so weiter und so fort. Ihr seht ja hier die ganzen Namen. Beziehungsweise ihr seht die Bilder, zum Beispiel im Mittelfeld dann Busquets als 89er, wir haben Fernandinho am Start, wir haben Thiago am Start, ein Casemiro, João Mario und so weiter und so fort. Unten dann in der Verteidigung geht es weiter mit Piqué, Godin und so weiter und so fort, und im Tor haben wir dann Courtois, Gulashi, wir haben Leno zum Beispiel, wir haben Sirigu. Das schauen wir uns aber gleich alles nochmal genauer an. Also wir gehen auf Vote Now. Und da haben wir dann alles hier namentlich auch nochmal am Start. Also, was werden wir machen? Wir gucken uns jetzt erstmal die Torhüter an. Insgesamt ist es so, dass wir, wie gesagt, exakt 23 Spieler wählen können. Davon müssen 5, dürfen nur maximal 5 aus der gleichen Liga sein. Wir müssen mindestens 2 Torhüter auswählen, mindestens 6 Verteidiger, 6 Mittelfeldspieler, und 3 davon müssen Stürmer sein.
Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Wir fangen an mit den Torhütern. Zwei Stück. Für mich ist es schwierig. Courtois ist ein Torhüter, der doch schon einige Special-Karten am Start, zum Beispiel diese SPC-Karte. Es ist nur Torhüter. Ja, es ist wirklich nur Torhüter. Ich würde auf jeden Fall mit Gulaschi gehen, einfach weil Bundesliga. Und dann würde ich vielleicht mit Leno gehen, weil er als Deutscher am Start ist. Aber da muss ich persönlich, würde ich jetzt zwischen Courtois, Gulaschi und zwischen Leno schwanken. Wobei ich Leno eigentlich jetzt nicht so wirklich sehe da. Also, dass er es verdient hat. Aber weil er Deutscher ist, würde ich ihn vielleicht einfach rausnehmen. Also, Gulaschi ist für mich auf jeden Fall eine sichere Sache. Würde ich safe nehmen. Und jetzt ist es zwischen Courtois und Leno. Ich entscheide mich jetzt einfach, weil er Deutscher ist, für einen Leno. Und da auch nochmal kurz die Information. Auf dieser Seite ist es so, dass hier unten ein Sternchen nochmal von EA am Start ist. Und zwar, EA kann nach eigenem Ermessen Änderungen an den endgültigen 23 nochmal vornehmen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, vielleicht so mal kurz zu erwähnen. Also wir können jetzt hier zwar wählen, aber am Ende kann EA leider immer noch sagen, ja nee, den wollen wir nicht haben, wir stellen da lieber einen anderen rein. Also das, guck mal, ganz interessant. Insofern Voting in Anführungsstrichen. Auch sehr, sehr interessant, dass sich er da auf jeden Fall ein Hintertürchen offen gelassen hat. So, Position, Torhüter sind wir damit durch. Ihr habt ein bisschen meine Begründung verstanden, hoffentlich. Und ich hoffe, das Ganze ist jetzt jawohl, ist gespeichert. Wir gehen zu den Verteidigern. Und da haben wir ja auch nicht wirklich so die Burner-Auswahl, muss man ganz klar sagen. Wir haben Piqué am Start, wir haben Godin, wir haben Pepe, wir haben Grimaldo, wir haben Trippier, wir haben Gomez am Start. Reguilón, dann haben wir Cristito, wir haben Feldmann aus der Eredivisie, wir haben Chilwell aus der Premier League, wir haben Fabra, wir haben Clichy, wir haben Eggen, wir haben Mukiele, wir haben Svensson, wir haben Mata, wir haben Schwatschenko, dann haben wir Kabak aus der Bundesliga, wir haben Caldirola, der Ex-Bremer, dann haben wir Rodriguez, wir haben Fukumori, dann haben wir Kassase, dann haben wir Adams, dann haben wir Dicky und wir haben Ng. Alles klar, dann habe ich immer ein Bronze-Set gezogen, ist ein Bronze-Spieler, Rechtsverteidiger. Hier werden die Ratings jetzt leider nicht angezeigt. Ist vielleicht auch besser so, aber hier sind wirklich auch Low-Rated-Karten dabei, wie ihr sehen könnt. Und hier fand mich direkt interessant auf jeden Fall den Kabak. Es ist ein Talent und die Karte würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Ich meine, er hat schon die Future Stars-Karte, das ist die einzige Special-Karte, die er hat. Trotzdem würde ich hiervon gerne nochmal eine Karte sehen, genauso wie von Mukiele. Er ist Franzose, Bundesliga, würde ich auf jeden Fall extrem fühlen. Clichy fand ich auch eine ganz interessante Geschichte. Franzose, Clichy, aber so richtig an die Saisonleistung kann ich mich nicht wirklich mehr dran erinnern, muss ich auch ganz, 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 ganz klar sagen. Gomez ist auch eine ganz interessante Sache. Ich glaube, der hat auch relativ gute Chancen. Ich persönlich würde mich auch gerne für ihn entscheiden. Und weiß nicht, ob ich einen Piqué fühlen würde. Der hat sowieso kein Tempo. Godin schon eher. Aber High-Rated-Karten, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht nehmen wir mal hier mal Piqué mit. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Und die 5 dürften das sein. Jawohl, das sind 5. Das heißt, wir nehmen jetzt noch einen mit. Ein Premier League-Spieler vielleicht. Wen könnten wir nehmen? Also ich sage euch da ganz ehrlich, wir nehmen einfach ganz random jetzt einfach mal einen, wo ich mir denke, der wäre vielleicht ganz nice in Bezug auf FIFA, ja. Also jeder kann es ja unterschiedlich dann bewerten. Cristito hatte auch viele Informs, das war mir aufgefallen auf jeden Fall. Und ja, weiß nicht, Trippier, nehmen wir Grimaldo. Grimaldo fand ich auch immer nice, aber schwierig zu linken. Nehmen wir einfach mal Trippier rein. Wir nehmen mal Trippier rein und wir können ja noch theoretisch mehr davon machen, ne? Könnten noch mehr davon machen. Wir gucken mal. Wir gucken erstmal ins Mittelfeld jetzt rein. Vielleicht finden wir hier auch nicht wirklich viele. Hier sind es auch 6 Stück, die wir hier gemeinsam wählen können, wählen dürfen. Und hier nehmen wir, hier sehen wir schon mal Stoppelkamp auf jeden Fall. Nehmen wir den, weil er Deutscher ist. Oh, hier, der finde ich ganz interessant. Ich glaube, der ist erst 17 oder 18 Jahre jung. Den habe ich auf jeden Fall schon länger auf dem Schirm gehabt, auch karrieremodusmäßig. Richtig nice Geschichte. Den würde ich sehr, sehr gerne mal sehen. Eine bessere Karte von ihm. Boga, ich glaube, der hat auch Tempo gehabt am Start. David haben wir hier am Start aus der belgischen Liga. Simon. Oh mein Gott, Simon ist am Start. Das ist sehr, sehr nice. Den würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wählen. Dann haben wir Berardi aus der Serie A. Bentancur wäre eigentlich mal ganz interessant. Valbuena hatte, glaube ich, die Flashback-Karte, die ganz nice war. Kruse ist hier ZOM. War das kein Stürmer? Brand würde ich halt auch gerne nehmen, einfach weil Deutscher, weil Bundesligaspieler und ich finde, der hat es auch verdient. Thiago wäre auch nice mit den 5-Stern-Skills. Haben wir da auf jeden Fall schon mal 6 am Start. Fernandinho, Busquets fühle ich halt genauso wenig wie in Piqué. Verdient hätte es eventuell noch. Wer hätte es wirklich verdient? Ich kann mich da an die Saisons hier gar nicht erinnern. Die anderen verfolge ich auch teilweise gar nicht. Insofern ist das schon schwierig und an die Deutsche kann ich mich schon gar kaum noch erinnern. Aber trotzdem will ich mit euch hier das Ganze natürlich abstimmen.
Ja, ich denke, dabei lassen wir es einfach mal bei denen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal im Sturm an. Wie sieht es da aus? Icardi, eine ganz interessante Geschichte in Bezug auf PSG-Links, die er dann wieder liefern könnte. Es gibt schon einige PSG-Special-Karten. Sa, fand ich immer interessant. Da habe ich auch mich bei der Season 1 direkt um ihn bemüht und habe den auf jeden Fall auch gepickt. Wenn der nochmal eine krassere Karte bekommen würde, würde ich das auf jeden Fall fühlen. Genauso wie Nani mit seinen Skills. Einfach von alten FIFAs. Da kommt auch nochmal Nostalgie um die Ecke. Hier kommt aus der Bundesliga Thuram um die Ecke. Fand ich eigentlich auch ganz nice. Aber damit kann man schon zu viel aus der Bundesliga. Wen könnten wir denn noch nehmen? Wir müssten noch zwei Stück werden. Habe ich so richtig verstanden? Exakt 23 sind es anscheinend nicht. Da müssen wir gleich nochmal gegenchecken. Bundesligaspieler dürfen wir auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Aber ich sehe jetzt hier auch keinen Kudus Coman, der mich hier anspricht oder der mir irgendwas sagt. Der mir irgendwas sagt. Klos habe ich nicht verfolgt, die ganze Geschichte. Aber nehmen wir den einfach mal. Weil ich weiß, dass die auf jeden Fall relativ oben sind in der Liga. Der hätte es auf jeden Fall bestimmt verdient. Wen nehmen wir denn noch mit, Jungs? Wen nehmen wir denn noch mit? Hier, jetzt haben wir drei. Dann haben wir hier sechs, das sind neun. Plus weitere sechs sind 15. Und plus zwei. Okay. Alles klar. Das heißt, wir nehmen noch gerne Courtois mit rein. Dann gehen wir auch nochmal in die Verteidigung und nehmen einen. Nehmen wir noch Premier League-Spieler mit. Nehmen wir noch Egan mit. Ein Innenverteidiger aus der Premier League, der ganz pace oder ganz nice sein könnte. Ich meine, das ist schon eine ausgeglichene Karte an sich. Wenn der geupgradet wird, würde ich es auf jeden Fall fühlen. Dann gehen wir noch kurz ins Mittelfeld. Anderson, weiß ich nicht, ob ich den fühlen würde. Genauso. Fernandinho, Busquets, Casemiro ist für mich raus. Moutinho, Leiva, Jorginho, Rafa vielleicht nochmal eine Karte. Wie viel können wir denn noch? Wir können noch ein paar. Rafa, Valbuena, dann nehmen wir die auf jeden Fall auch mit. Und dann gehen wir jetzt nochmal in den Sturm. Und dann würde ich da sagen, dass wir da im Sturm auf jeden Fall noch Icardi für den PSG-Link mitnehmen. Würde ich auf jeden Fall fühlen. Und dann nehmen wir noch Dembélé aus der französischen Liga. Ja, machen wir so. Machen wir so. Machen wir auf jeden Fall so. Sieht sehr, sehr nice aus. Und damit submitten wir unseren Vote. Geben das Ganze so ab. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu reinschreiben, ja, wie ihr das findet, dass ihr das Ganze jetzt so gewählt habt, so gepickt habt. Wie gesagt, das ist schwierig. Einige sagen uns, wie euch wahrscheinlich auch, sagen euch gar nichts von den Namen her. Insofern schaut einfach, dass ihr das Ganze wählt, dass ihr es nicht vergesst, ja. Und jetzt haben wir hier, wie gesagt, können das Ganze twittern. Das werden wir vielleicht auch gleich machen. Wir können das ganze Ding mal kurz angucken. Twitter werde ich es gleich auch. Folgt uns gerne bei Twitter. Da werden wir auch heute Abend, wird es auch noch einen Stream geben, einen Livestream gegen, ja, nachdem ich die Videos gemacht habe. Wir müssen noch gucken, wie voll der Abend wird. Aber hier sehen wir jetzt nochmal alle Karten, die ich gewählt habe. Also, wir haben Piqué, wir haben ein Courtois, wir haben Thiago, wir haben Gulaschi, Icardi und Leno, wir haben Brandt, Kruse, Zaha, Rafa, Nani, Valbuena, Trippier, dann haben wir Dembélé, Gomez, Bentancur, Clichy, dann haben wir Egan. Dann haben wir Mukiele, Simon, wir haben Klos, wir haben, wie hieß er jetzt, die beiden? Kabak und der Franzose, habe ich schon wieder den Namen vergessen. Auf jeden Fall, Jungs, das ist mein Team of the Season, mein Community Team of the Season Vote. Ich bin gespannt, wie euer Voting aussieht. Twittert uns das Ganze gerne, schreibt uns auch gerne über Instagram an oder in eure Instagram Story am besten mit unserer Markierung. Auch Archie Gaming heißt man bei Instagram. Schickt uns also euer via Story Post oder so, schickt uns euer Community Team of the Season Vote oder via Twitter, also @ArchieGaming heißen wir auch da. Ich bin gespannt, was ihr uns zuschickt. Ich bin wirklich richtig, richtig gehypt und was ihr so genommen habt. Vielleicht auch mit einer kleinen Begründung dazu schreiben oder so, je nachdem. Würde ich auf jeden Fall extrem fühlen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend bei den Videos wieder oder im Livestream dann bei Twitch. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Team of the Season Vote. Wir haben ein separates Video gemacht, ich habe es gestern angekündigt und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Mal schauen, was rauskommt. Insofern haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.